Ein wunderschön, da bin ich wieder, euer Odin. Und ich habe was bekommen. Von Mediamarkt habe ich mir was bestellt. Und das packen wir jetzt mal aus. Ist ein Sprosset, aber da sollen halt ein paar Videos zu kommen. Und vor allen Dingen ein Tutorial will ich dazu machen. Wenn ihr gleich seht, was das ist, dann werdet ihr verstehen, warum. Hoppala. So. Nee, bitte. Mal gucken. Vor allem ging es ziemlich schnell. Ich habe es bestellt. Nächsten Tag, also auf dem frühen Abend, späten Abend. Nächsten Tag habe ich eine Nachricht gekriegt, dass er das Lager verlassen hat. Und danach den Tag war es schon da. So, das ist richtig schnell, finde ich. So, mal rüber, besser weg. Mal hier, Mediamarkt. Steht nicht mal da, wie viel, aber okay. Seriennummer steht auch nicht da, aber ja, so. Und zwar habe ich mir extra noch mal eine Tüte. Okay. Habe ich mir das bestellt? Oh, seht ihr gar nicht richtig? So. Headset Adapter. Eigentlich für iPhone und so. Aber geht auch für PS4. Wohl angeblich. Steht da doch drauf. Ist von Speedlink. Wollte eigentlich den von Hammer mir holen. Aber der von Hammer, der war 9 Euro noch was. Oder so in dem Dreh. Für so ein bisschen Kabelei habe ich gedacht, nö. Deswegen habe ich mir den von Speedlink geholt. Da. Und den werden wir jetzt mal. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich den hier aufmache. Ich habe keinen Bock, dass ich mir wieder in die Pfoten schneide mit dem Plaster. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja, durch. Ja, das beste Beispiel. Ich halt so fest und hau mir das hier in den Finger rein. Ach, ey. Ich muss ja echt aufpassen, ey. Drauf. Ich brauche erstmal meine Lesebrille, weil wieder so klein darauf geschrieben ist, dass man nichts sieht. Ja, hier steht auch, wie gesagt, nur Tablet und Tablet-PC, Notebook, Mobilfon und was wichtig ist, das ist nämlich ein vierpoliger, steht hier. Kann ich euch auch gleich erklären, woran man das sieht. Zwei Buchsen dreipolig, ein Stecker vierpolig, genau, das ist nämlich wichtig. Und zwar, na, das mache ich, wenn ich die Hardware, wenn ich das Hardware-Video mache. Wir packen das erstmal aus und dann zeige ich euch das alles nachher genauer, warum. So, und man kriegt wirklich nur diesen kleinen Kabel dazu. Ja. Der ist halt wie so ein Y gemacht. Ja, bisschen doof. Ich werde mir das auch hier zusammenkleben. Ich werde ein Stück Klebeband hier ran machen und die beiden hier so zusammenkleben. So ist denn das? Ist auch nicht ganz gerade, die ein bisschen um die Ecke, naja, wird mir halt so, dass die zusammen sind. Ich habe keinen Bock, dass die einzeln sind. Von Hamar, die sind zusammen, aber da 9 Euro noch was zu bezahlen, habe ich auch keinen Bock. Ein bisschen eingeknickt, ich hoffe, die funktioniert trotzdem noch. Werden wir gleich mal nachher testen. So, das war doch schon zum Auspacken, also ist wirklich nur so ein bisschen Plastik und steht aber nicht von PS4 drauf und so. Nur dritte. Man muss auch nicht immer alle kaufen, wo PS4 drauf steht. Man gibt auch billigere Möglichkeiten, wo nicht PS4 drauf steht und es trotzdem geht. Ein bisschen schräg alles, aber naja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal im Hardware-Video.
wo ich euch die Hardware genau vorstellen werde und sagen, warum gerade die. Bis gleich.